So, und da machen wir weiter. Wir heben nur kurz unsere Freundin hier auf. Ja, ist jetzt schon wieder ein bisschen seit der letzten Aufnahme her. Wir Ich befinden erinnere uns. mich, dass sie die Mine überfallen hatten, jetzt wo ich gerade hier das Bild so sehe. Aber wir mussten jetzt ausbauen. Nee, wir mussten das Unsere Dorfzentrum. Bauarbeiter bezahlen ihre Steuern. Genau, wir hier oben waren ein Dorfzentrum und das wollten wir haben. Dann würde ich sagen, Sofort. da konzentrieren wir uns jetzt erstmal hier oben drauf, Gern. um das Dorfzentrum einzunehmen, weil das ist ja essentiell für unsere Armee. Ja, ist Und gut. danach können wir uns die Eisenmine sichern, so dass sie nicht wieder platt gemacht wird. Ja, jetzt erinnere ich mich auch wieder. Das letzte Mal habe ich mich irgendwie darüber beschwert. Wenn er sieht, dass da Bäume auf den Gräbern wachsen, warum hat er die nicht einfach schon vorher weggemacht? Oder warum hat nicht der junge Kerl... Wir haben einen Arbeiter attackiert. Was? Nein. Ach, komm schon. Nee. Echt jetzt? Ach, Leute. Ja. Haut ab. Das geht nicht. Der Weg ist ja kurz. Falls die nachkommen, kann ich ja dann schnell genug handeln. Sofort. Wenn's denn sein muss. Das ist natürlich sehr ungünstig, wenn die Truppen so verstreut sind. Habe ich das schon mal erwähnt? Sicherlich. Wir werden siegen. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Sofort. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ich wollte mal austesten, wenn man den Anführer mit diesem Spezialschuss anvisiert, ob der vielleicht dann mehr Leute sterben. Aber das ist bei den Truppen ist er immer so sau schwer zu erkennen. Um ehrlich zu sein. Nicht du Leibeigner. Aber ich brauche dringend mehr Gewehrschützen, das ist mal klar. Aber ich hatte jedenfalls wesentlich weniger Nahkampfverluste als vorher, ohne Gewehrschützen. Das ist mir jetzt auch noch aufgefallen. Das, der grüne Punkt war der Händler. Und ja. Heben wir mal Dario dann dort oben auf. Ja, Eisen. Wie steht denn die Veredelung um Eisen? Oh! Recht hoch. Stand die Mine wirklich nur so kurz da? Oder sind die einfach so gut? Keine Ahnung, aber warum nicht? Nein! Jetzt kommen die doch hoch. Die... Ach. Nee, nicht so gute Idee. Die werden das hier oben doch wahrscheinlich alleine hinkriegen. Aber das da geht ja mal gar nicht. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Ja. Natürlich. Wird erledigt. Gebt Acht. Euer Dorf wird angegriffen. Nee, ach ja, wir mussten noch die Bäume zu Ende fällen. Stimmt, ja. Aber gern.
Ihr verfügt nun über das Nee, ne? Die schießen doch nicht. Wollte jetzt schon sagen, die schießen doch nicht auf den Typen. Das kann man zwar machen, aber es ist mir, glaube ich, nur einmal passiert, dass der oder so. Ach komm schon. Ich dachte, die Helden wären vielleicht schnell genug hier, aber das wird echt ein bisschen knapp. Ich habe nur noch 5 Leibeigene. Sind die alle draufgegangen? Ich glaube, da muss ich meine Holzproduktion mal neu ankurbeln. Auf in den Kampf! Attacke! Verteidigt euch! Ihr werdet angegriffen! Aus der Ferne werde ich zuschlagen. Ich glaube, die haben gar keinen Anführer. Die ist einfach nur so ein Trupp, der rumläuft und sobald die... Also, ja, auch irgendwie komisch. Habe ich mir das nur eingebildet, dass die mal irgendwie Anführer oder sowas hatten? Aber gern. Attacke. Das wird euch gar nicht schmecken. Schande. Bis in den Nein, nicht meine Schießanlage. Wehe, macht die kaputt. Ihr werdet angegriffen. Alter, 3 Lebenspunkte. Erstmal da vorstellen, dass die erstmal die Truppen angreifen. Oh, das war jetzt knapp. Ist hier noch irgendwo ein Leibeigener? Nein. Natürlich. Aber auch irgendwie komisch. Das war zwar zu der Zeit normal, aber Dario ist ein total gerechter König und so, aber benutzt Leibeigene, beziehungsweise das Prinzip davon. Eigentlich ist das ziemlich widersprüchlich von der unseren heutigen Ethik gesehen. Ich weiß gar nicht, wie das vorher war, aber, also ich meine, früher war das ja, wie gesagt, schon normal, aber trotzdem. Gut, Anlage ist erstmal gerettet. Kanone, schick mir mal Pilgrim rauf. Damit er Kanonen platzieren kann, falls da doch Truppen kommen. Und Dario, der gibt uns jetzt bestimmt das Dorfzentrum. Die Frage ist, will ich das jetzt schon haben? Oder ob die dann schon so einen Angriff starten und so weiter? Bauen wir erstmal einen Turm hin. So. Ja, ich muss auch irgendwie, ich weiß nicht, in letzter Zeit ist auch das Bild ein bisschen verschoben. Ich sehe hier den Streifen nicht mehr, also so ein ganz dünn, aber trotzdem irgendwie seltsam. Weiß gar nicht, warum das jetzt so ist. Gut, muss ich jetzt eigentlich noch irgendwie was speziell erforschen, was ich brauche? Steuern und Sold werden gezahlt. Ausbau, ja natürlich, das brauche ich. Ausbau von hier Türmen. Also zur Kanonenstufe. Ja. Pilgrim ist bestimmt auch bald da, ja. Ausbau abgeschlossen. Aber dass auch die übelsten Schaden an allen machen, was dem begegnet, ist ja eigentlich schon fies. Ich sollte hier oben auch noch eine Kaserne hinbauen, dass ich schnell einen Nachschub bekomme. Hm? Oh, da hinten gestorben, Ari. Ich ärgere mich immer noch darüber, wegen den Heldenfähigkeiten, dass es bei denen nicht klappt. Ach, hier ist noch eine Mine. Da kann ja Pilgrim mal kurz vorbeischauen, was das für eine ist. Wahrscheinlich Schwefel, würde ich jetzt vielleicht schätzen, oder Eisen. Ja, Schwefel, habe ich mir nämlich schon gedacht, die Anfangsmine hätte eventuell nicht gereicht. Ja, schon wieder so wenig. Gut,
Warum die nur so wenig machen, irgendwie seltsam. Und die werden wir auch noch in Beschlag nehmen. Bevor... Nee, wir nehmen das Dorfzentrum bis dahin schon ein. Also, ich nehme an, dass es uns geben wird. Aber erstmal ein bisschen aufbauen. Ausbauen. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Ja, die Typen, ey, die sind einfach nur... Boah. Einfach schön zum Aufregen, sag ich mal. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden... Ja, ja. Ich hab getan, was ihr wolltet. Den auch noch ausbauen und dann... noch hier drüben. Ja, ja. Währenddessen reden wir mit Dario. Also mit dem Einsiedler. In Ordnung. Ihr verfügt nun über das Wissen... Oh, vielen Dank. So sieht das ja wieder ganz hübsch aus. Bitte, nehmt als Dank diese alten Hütten. Vielleicht könnt ihr das Leben in sie zurückbringen. Okay, danke. Aber willst du jetzt nicht zu deinem Neffen gehen oder so? Bei uns in der Stadt, der irgendwo hier rumsteht? Oder auch wieder woanders hingelaufen ist? Ich glaube, der ist irgendwo anders hingelaufen. Ja. Nun gut. Dann bauen wir mal das schnellstmöglich das Schwefel dort ab. Und hoffen das Beste. Jedenfalls erstmal die ganzen Schützen. Die sind ja auch alle ziemlich dezimiert. Zurückschicken. Um die neu aufzufüllen. Dann ein paar Leibeigene, um dort oben den Wald abzufällen. So. Und ja, die müssten ja eigentlich bald leider wieder angreifen. Wie viel ist eigentlich von den Schwefel veredelt? So, auch ganz schön viel. Ja, dann können wir das auch mal machen. Es ist ja um einiges effektiver. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler. Ja. Ein Bett in einem Wohnhaus wäre jetzt etwas wirklich Feines. Natürlich. Nichts lieber als das. Das Gebäude ist nun aus. Okay. Soweit ist alles ruhig. Hier unten die Flanke noch ein bisschen abzusichern. Vorsicht jetzt! Geht nicht zu nah dran! Ja, dann gucken, wo führt es denn noch hier hin? Ach, dahin. Hier ist Ari draufgegangen. Hier geht es ja dann zum aktuellen Ziel. Was ist das aktuelle Ziel? Ah, okay. Naja, die haben ja gesagt, der offensichtliche wäre ja hier der das Tor, aber... denke ich mal. Nein, nicht gut. Schnell auffüllen. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Ja! Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. So. Wenn die mal kurz vorbeischauen, dann kommen sie gleich wieder. Und es wird dann einiges ungesünder. Seid unbesorgt. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Wir kümmern uns darum.
Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? So gut ich. So. Ich gebe mein Bestes. Schicken wir die wieder nach oben. Bei dem Drake, den brauchen wir. Gerne. Da bilden die hier unsere Notverteidigung. So, die Schussanlage ist auch bald wieder ganz. Ich habe vielleicht noch Zeit, weiter Truppen auszubilden. Die fragt sich, ich weiß nicht. Beide. Eigentlich sind ja die Schwerter, Schwertkämpfer ja eher mehr so, sag ich jetzt mal, Tank, aber... Die Speerträger finde ich irgendwie am meisten eher nützlicher. Falls ihr euch mal gefragt habt, warum... Und vor allem dem... Klar doch. Ja! Kaum bewege ich die weg. Schon. Ja, geh auf. Kann nicht wahr sein. Kaum bewege ich meine Helden weg, schon geht es los. Ja. Ich nehme noch wieder das Truppenlimit voll hat. Voll schlimm. Ich glaube, ich brauche ein paar mehr Notfalltruppen hier. Und einen Turm. Ein Turm ist sehr wichtig. Ansonsten verstehen die das hier nicht. Aber wie schnell die auch hier die Gewehrschützen weggeschnitzelt haben. Das ist ja echt übel. Ja, jetzt könnt ihr auch wieder hochgehen. Der nächste Angriff kommt jetzt oben. Ausbau abgeschlossen. Wie soll ich mich konzentrieren? Wir brauchen höchstwahrscheinlich noch ein bisschen mehr Nahkampf. Und am besten baue ich mir hier noch mal eine Kaserne hin. Und einen Schießstand. Weil das ist ja schon eine ganze Strecke Weg. Und wenn ich hier schon mal die Türme hingestellt habe, dann ist das schon mal eine bessere Absicherung. Ich hoffe, dass die eher so von hier kommen, anstatt wieder von da unten. Die sind ja eigentlich so rumgelaufen. Vielleicht kommen sie nur von hier oben. Das wäre natürlich am praktischsten. Ja. Und dann geht's bald rund. Hoffe ich doch. Wenn nicht, werden wir rund gemacht. Fertig, Meister. Und dann unterbreche ich hier kurz. Bis gleich.